So, dann würde ich sagen, hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Kena Bridge of Spirits. In der letzten Folge haben wir einiges erfahren und heute geht's weiter. Heute kümmern wir uns einmal um die Relikte von Toshi und beginnen hier mal mit der Angst. Denn die ist am nächsten. Ich glaube, diesmal sollte es auch funktionieren. Wir haben jetzt eine neue Technik gelernt, L1 und R1. Und schon kommen wir durch. Echt gut gemacht. Pfad des Maskenmachers. Okay. Ich denke, dass wir hier jetzt auch schon im Endgame uns befinden. Oh nee, wir haben hier wieder so eine verdorbene Kiste, die auf dem Schwierigkeitsgrad eh viel zu schwer ist für mich. Wir können es mal probieren. Feinde. Wow, das geht ja auch. Was ist das? Hä? Das wären die letzten zwei Geister. Wie soll ich Gegner, wie soll ich den besiegen? Ich will es nochmal probieren. Warum ist mein Leben so wenig? Hä? Warum habe ich so wenig Leben, Leute? Das ist beknackt. Jetzt habe ich volles Leben. Mein Leben geht auf null, glaube ich, wenn ich die Truhe öffne. Oder? Ja! Was? Mist, jetzt habe ich die Tasten vertauscht. Das wäre der letzte Gegner gewesen. Okay, last try. Einmal versuchen wir es noch. Und dann habe ich die Schnauze voll. Nein, nicht das mit dem Block. Ich habe keinen Bock mehr. Nee, ich lass dich, du bist scheiße. Das war sowas von scheiße. Oh Mann. Ach, warum machen die mein Leben auf null? Beknackt. Oder auf 1. Ja, tschüss. Nix gibt's. Ich komme wieder. Warte mal, was ist denn da oben? Okay, da geht's weiter. Ne? Dann schauen wir uns doch erstmal da unten an. Warum? Das bringt nichts, ne? Ich denke, dass das vielleicht eventuell ein Shortcut oder so sein wird. Komm, du bist auch beknackt. Jetzt hast du auch noch Verstärkung. Oh! Und warum seid ihr alle so stark? Hm. Ich mag euch nicht mehr.
Was? Was machst du da? Du machst irgendwas machst du mit mir? Vielleicht sollte ich mal in Bewegung bleiben. Die Folge der 1000 Tode Dauersterbesendung. Da geht schon wieder mein Leben auf Null. Irgendeine Kacke macht er mit mir. Vielleicht. Ah, seht ihr das? Ich habe irgendeine Verbindung mit dem. Jetzt ist mein Leben wieder voll, ne? Ey, der ist gemeingefährlich, ist der. Ach komm, aber vielleicht ist das die Lösung. Oder ich muss ihn unterbrechen, wenn er den Zauber durchführt. Wäre auch eine Möglichkeit, ne? Ja, und schon wieder, Alter, was, wie soll ich denn das machen? Alter, ich lasse dich links liegen, bis ich weiß, was ich mit dir machen soll. Du bist echt beknackt, ich hasse dich. Und tschüss. Ja, genau, jetzt beginnt wieder die Sterbephase, ne? Oh, das ist so unfair. Oh, schnell weg. Aber der hat halt dann wieder volles Leben, ne? Ich habe volles Leben, aber er hat auch volles Leben. Ach komm, ich bin so schlecht. Ach komm! Stopp! Ja, bloß weg hier! Aber ich habe noch die anderen Kackbratzen. Ich habe keine Heilung hier.
Oh nee! Kann da auch nichts machen, ne? Oh nee! Was ist das für eine Kackbratze? Der Magier wird jetzt wieder leben. Der Magier ist ja das Schlimmste an der ganzen Scheiße. Du Kackbratze! Das war so knapp, ne? Töte ihn! Nein, töte nicht mich! Da, das ist so unfair! Ach, das ist so unfair, Leute, die Stelle. Mach hier erstmal einen Cut. Nein, nein! Jetzt verkacke ich's wegen am Lock! Das ist doch nicht auszuhalten! Oh Mann, du Penner! Der Lock, ne? Der Lock ist so scheiße! Erstmal heilen, erstmal heilen. Habe ich es jetzt endlich geschafft, oder was? Boah, Leute, ne, das war so eine Kackstelle, ey. Ich sag's euch. Bin so froh, dass das erledigt ist. Habt ihr den immer noch oben? Nee, ne? Ich hab ne Vermutung, wo er vielleicht hinkommt. Hier hin. Aber irgendwie komme ich da nicht so weit, ne? Aber ich kann es ja schritteweise angehen. Wir gehen erst einmal dahin.
und dann liegen nichts Bombe werfen. Nee, der kommt nicht so weit, doch. Schi. Yep, das war richtig. Da kann ich jetzt durch, wenn ich das will. Ich muss sagen, dass es echt schwer geworden ist, wenn ich mir vorstelle, dass solche Situationen hier in dem Spiel öfters vorkommen. Na, da muss ich hier echt gut spielen können. Aber wir machen erstmal hier einen Cut, ne? Vielen Dank fürs Einschalten, Leute, und bis zum nächsten Mal.